Interview und Analyse zum dritten Rennen. Dritter Tagesbewerb, ausgestattet mit einer 3-Wette-Auszahlungsgarantie und sagen wir mal, für die 3-Wette auf jeden Fall mitzunehmen, denke ich, Xaver Venus, letzte Rennen war ein bisschen unglücklich, da bist du eigentlich nie freigekommen. Ja, letztes Mal bin ich nur innen drin gesessen, habe ihm ein ruhiges Anstartrennen gegeben und hat den Einlauf noch gut gezogen, aber es war eine Mauer vor mir und heute das Rennen passt ganz genau nach Ausschreibung, also da passt er genau rein, aber es sind noch Jasmin Dregen drin und der von Christoph Fischer, also es sind zwei super Pferde, also Peter Lemon, sind einige Pferde drin, aber ich glaube, dass ich, wenn ich ein schönes Rennen dabei erreiche, konnte ich unter die ersten drei sein. Magic Paradies hat zuletzt natürlich mit viel leichteren Rennen. Heute hat der Sascha wieder die Aufgabe, ihm wahrscheinlich einmal fehlerfrei über den Kurs zu bringen. Was denkst du, ist dann möglich? Ja, er ist ein sehr schnelles Pferd, aber ich glaube, in dieser Garnitur hat er nichts verloren. Er wird ruhig mitfahren und wenn in Einlauf ein kleines Geld noch möglich ist, dann soll er es wahrnehmen. Dritte Tagesprüfung mit Kronos Vivienne und mit dem letzten Auftritt, glaube ich, kann man schon sehr zufrieden sein. Auf den kann man wieder aufbauen, wenngleich natürlich halt die Gegnerschaft, wie es in dieser Garnitur halt leider so ist, sehr stark. Ja, richtig, sehr stark. Wobei man sagen muss, stark, letztes Mal noch viel stärker, Tirana, Rammstein, also das sind schon andere Kaliber, aber natürlich Bänderstart und mit dem Bandvorteil für sie lukrativer gewesen. Dennoch denke ich schon eine gute Leistung. Zum heutigen Rennen, ja, Casino Royale, eine Neuerscheinung. Ich beobachte das Pferd schon länger. Es gehört einem Ex-Besitzer von mir, Josef Kofler, und er wird sich sicher etwas gedacht haben, wenn er das Pferd in Österreich einsetzt. Josef Sage, herzlich willkommen in Wien. Seid immer gern zu Gast. Letzten Rennen von Golden Avenue in Triest gewesen. Wechsel jetzt nach Wien, vielleicht wegen der Bahnführung? Ja, ich hoffe, dass heute besser geht als letzte zweimal in Triest. Wenn sie in Trab ist, dann sie kann gut gehen, aber ja, letzte zwei Start war nicht so gut. Ich habe mir angeschaut, Formen mit dir sind eigentlich immer sehr gut. Du bist immer weit vorne mit ihr. Verstehst du dich gut mit ihr oder woran kann das liegen? Nein, ich weiß nicht. Ich habe sie nicht gefahren jetzt, ja, letzte vier, fünf Starten. Normalerweise, wenn sie kann Trab, dann sie kann auch gut laufen, aber wir hoffen heute, dass gut geht, auch mit Nummer. Wir sind nicht so zufrieden, aber okay, das ist so und wir hoffen für eine gute Position und dann am Ende, sie kann, wenn sie dabei ist, dann sie kann auch gut im Finish gehen. Und das heißt, ein Platzgeld, so dritter, vierter Platz, wäre euer Ziel? Ja, normalerweise zum ersten, ich hoffe für eine gute Position und dann sehen wir was. Auch zwei Pferde dann im dritten Rennen, eine Neuerscheinung Casino Real, etwa drei Wochen bei euch, deine ersten Eindrücke? Ja, er ist ein schönes, nettes Pferd und in der Arbeit ist er sehr kommod und arbeitet gut und bin sehr gespannt auf den. Zweites Pferd im Rennen, Jasmin Dragon, die läuft in Bombenform, möchte ich sagen. Auch das letzte Rennen war jetzt kein Sieg, aber gefühlt wie einer durch die zweite Spur ohne Führpferd sehr starkes Rennen gelaufen. Ja, da kann man sagen, das ganze Rennen in der Todesspur und die war richtig stark. Die ist einmal zum Rammstein, zum Sieger hingerannt und ist ein tolles Pferd und die wird spannend zwischen die zwei, glaube ich. Es ist immer schwer, Entscheidungen zu treffen. Wenn du dich zwischen den zwei entscheiden müsstest, wer das deiner gefühlsmäßig stärkere Pferd ist, wer wäre das? Boah, das ist schwierig zu sagen. Boah, das kann man nicht sagen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie sich der
Casino hier bei uns wohlfühlt und mit der Umstellung und so, ob das alles reibungslos funktioniert hat. Und dann die nächsten Start, glaube ich, kann ich schon mehr dazu sagen. Aber eben, so wie du jetzt sagst, der Super 76 zum Beispiel für Leute, ein Bankpferd ist da keins, du würdest auf sicher beide nehmen. Ich würde beide nehmen, ja.